Berlin, direkt an der Stadtautobahn. Hier betreibt Heidi Hetzer seit rund 40 Jahren das Autohaus Hetzer. Die 74-Jährige hat seit ihrer Jugend Benzin im Blut und ein großes Herz für alte Autos. Zwar handelt sie mit Neuwagen, aber auf dem Hof findet man die Vertreter ihrer wahren Leidenschaft. Ah, schön. Jetzt helfe ich mir selbst. Sollte in keinem Haushalt fehlen. Zu helfen wusste sich Heidi Hetzer immer schon, dank ihres Vaters Siegfried. Das Gute war ja, dass ich keinen Bruder hatte. Wenn ich einen Bruder gehabt hätte, na, dann wäre dem doch alles zuteil geworden. Dann hätte Vati ihm erklärt, wie man schraubt. Und das war mein großes Glück. Und mein Vati eben gerne, wir hatten ein Sommerhaus und er bastelte gerne. Und ich bin immer mit ihm mitgelaufen und habe das gesehen und ausprobiert. Und überhaupt war mein Vati ganz wichtig, weil der ist als junger Mann 1928, 1929 ist er durch die Wüste Sinai gefahren. Und also von mit dem Motorrad, mit Beiwagen nach Ägypten und hat mir dann die Bilder gezeigt von der großen, weiten Welt. Und das hat mich einfach, das war schöner als alle Märchenbücher. Und das hat mich animiert, dass ich die Welt kennenlernen möchte. Und dadurch bin ich Rallyefahrer geworden. Seit den 50er Jahren gehört Heidi Hetzer zu den wenigen Amazonen im Rallye-Sport. Rallye Monte Carlo, Rallye Acropolis, Carrera Panamericana. Bei den großen und legendären Veranstaltungen ist sie mit dabei. Ihr Ehrgeiz ist groß. Sie tritt gegen sich selbst an und gegen die Vorurteile der anderen. Natürlich hat sich gar kein Mann gerne von einer Frau verblasen lassen, wie man das so schön sagt. Ja? Und da war es ganz manchmal witzig, dass die Ehefrauen waren denn die Schlimmsten? Habe ich gehört, sag mal, wie kann denn das passieren? Du bist schlechter als die eine, das geht doch gar nicht. Ja? Dass die natürlich besitzerstolz, mein Mann fährt da Rallye mit und das geht ja gar nicht, dass der hinter einer Frau. Witzig, ja, dass eine Frau da zu ihrem Mann stand, aber die anderen, die meisten, sieht man immer, dass Frauen kommen und sagen, finde ich toll und sie als Frau und wunderbar. Ich vertrete so deren Ehre und die freuen sich wahnsinnig. Heidi Hetzer in Action. Eine Frau, die immer schon gewinnen will. Mit praktischer Ader und einem Schuss Abenteuerlust. 1958 macht sie sich selbstständig und eröffnet in Berlin-Wedding ihre eigene Autovermietung. Damals vermietete man für 20 Mark pro Tag ein Auto. Und manche Leute gaben eher ab. Dann konnte ich am Nachmittag noch mal fürs Kino gehen, vermieten. Und dann habe ich die Marktlücke entdeckt, dass dann nachts Jungs kamen und für eine Stunde für 2,50 Mark das Auto mieteten. Knutschen im Käfer und Heidi machte es möglich. In den USA kommt zur selben Zeit die Chevrolet Corvette auf den Markt. Ein Klassiker und Teil des Garagengoldes von Heidi Hetzer. Ein letzter Check in der Werkstatt, bevor es an den Start der Rallye Avus Classic geht. Der rote Renner muss fit werden. Erster Schritt, der Einbau eines simplen Fahrradtachos. Weil der einen Meilenzähler hat. Und man kann nicht ständig umrechnen auf Meilen, wie schnell fahre ich, wo müssen wir abbiegen. Jedes Mal mal 1,5, das dauert zu lange. Und dann weiß man natürlich bei den alten Dingern auch nicht, ist ja eine 57er Corvette, ob der überhaupt noch richtig anzeigt. Also ich habe das Gefühl, er zeigt immer ein bisschen mehr. Und so ein Fahrradtacho ist dann genauer. Und wir müssen ja bei der Rallye genau sein. Ist ja ein Unterschied, ob ich da nach 500 oder 600 Meter abbiege. Corvette war schon immer einfach ein Traumauto. Mit dem V8 Boliden verbindet Heidi Hetzer ganz persönliche Erinnerungen an die Carrera Panamericana. Da denke ich meistens daran, dass ich dort, ja, meine heißeste Zeit mit so einem Auto verbracht habe, mit meinem Sohn als Beifahrer. Und heute würde ich sagen, war teilweise unverantwortlich. Weil die hat ja natürlich eine Starrachse. Und wenn man da fährt, die springt von rechts, dann muss man genau wissen, einkalkulieren, wenn man um die Kurven fährt, wo er jetzt hinspringt. Und das war schon ganz schön gefährlich, weil da auch keine, wenn da mal was passiert, da kommt kein Arzt oder sowas. 173 PS entwickelt der Motor des 1957 gebauten Fahrzeugs, das als eines der ersten eine Kunststoffkarosserie besaß.
Der amerikanische Sportwagen gilt heute als Ikone des Automobilbaus. Und das hat auch mit dem unverwechselbaren Klang zu tun. Dieser Sound ist einfach wunderschön, dieser 8-Zylinder. Und das ist einfach so ein Konzert. Und man weiß, der klingt anders als ein Porsche, als ein Ferrari, Corvette. Jedes hat so seinen eigenen Sound. Und dieser ist einfach wunderschön. Den kann man gar nicht genug hören. Heidi Hetzer hat den ursprünglich mit einer Benzineinspritzung ausgelieferten Wagen rallyegerecht auf Vergaser umgebaut. Trotz Modifikationen, das Alter des Fahrzeugs wird beim Fahren deutlich spürbar. Ein Lenkeinschlag, Katastrophe. Kraft braucht man und man sitzt nah dran. Weil das war früher so, da war kein Platz und man hat ja so eigentlich auch mehr Kraft. In der Werkstatt geht es immer noch um den Tachometer. Zweirad-Spezialist Christopher Scheffelke hilft der Autoenthusiastin beim Einbau. Chris, wir haben einfach das Problem hier und dass beide Fahrradtachos nicht gehen. Rechts habe ich einen und links habe ich einen. Sehen wir ja, da sind die beiden Kabel auf einer Seite angebracht und das finde ich schon mal grundsätzlich schlecht. Denn wenn eine Seite kaputt ist, dann ist ja, sind ja beide kaputt. Genau, wenn der eine, also auf beiden Seiten dann machen. Besser wäre es, einer rechts, einer links. Genau. So, jetzt haben wir aber das Problem erstmal, dass der überhaupt nicht geht, beide. Ist es nicht eh wieder lange suchen? Ist es nicht einfacher, ab und neue ran? Und dann aber einen rechts und einen links. In den Weiten des amerikanischen Raums macht Christopher sich an die Arbeit. Ich da lange suche, meine Leute sind Gott sei Dank alle beschäftigt in der Werkstatt. Da will ich keinen abziehen und er hat da mehr Erfahrung und da geht es einfach schneller, besser. Nicht Chris? Absolut. Das kriegen wir hin. Ja? Definitiv. Ja, du kriegst dann auch den Pokal. Da ist das Kabel komplett abgerissen und der Sender hängt nur noch dran. Das nächste Problem. Zum richtigen Einbau muss das Armaturenbrett eigentlich ab. Na, wir können es leider nicht abbauen. Dadurch, dass es ein amerikanisches Modell ist, ist höchstwahrscheinlich Zollmuttern mit drin. Und natürlich in Deutschland gibt es ganz wenige, die das Werkzeug dafür haben. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren und gucken, dass wir irgendwie da drunter kommen, dass wir das dann irgendwie verlegen können. Doch manchmal ist die Lösung dann doch ganz einfach. Guck mal, weißt du was? Guck mal, sind die auch dämlich. Guck mal. Guck mal, das geht doch hier ab. Da, guck doch mal, wie toll. Gefunden! Siehst du, man muss ja ein bisschen überlegen. Der nächste Morgen. Unter dem Berliner Funkturm sammeln sich die Teilnehmer der Rallye Avus Classic. Die Rundfahrt um Berlin geht nach 40 Jahren zum ersten Mal wieder an den Start. Ehrensache für Berlins schnellste Frau, dass sie an diesem Traditionsevent teilnimmt. Während die anderen Starter sich akribisch vorbereiten, fehlt das feuerrote Spielmobil von Heidi Hetzer. Sie kommt mit ihrem Beifahrer Reinhard Heinbach erst auf die letzte Minute. Die beiden sind ein Traumduo. Heinbach ist waschechter Profi im Ruhestand und zweifacher deutscher Rallye-Meister. Morgen. Hallo. Reinhard Heinbach ist ein alter Freund von mir. Mit dem bin ich aber auch schon ein paar Mal gefahren und wir kennen uns lange. Und er hat, ja, fällt mir gerade ein, er hat ja sogar an der Corvette schon mal geschraubt, den Motor gemacht. Dann kann's endlich losgehen. Das Wetter klart auf und alle Teilnehmer sind guter Dinge. Und auch die ungewöhnlichen neuen Tachos machen ihre Sache gut. Bisher gehen sie. Hoffentlich, also wir haben ja noch ganz schön lange daran rumgemurkst. Der Magnet war nicht stark genug. Und da mussten wir noch einen zurechtfeilen für die rechte. Einmal ging die Seite, also jetzt im Moment gehen sie. Ja, das zweite Fahrzeug rollt auf die Rampe mit entsprechenden Schwung. Da sieht man gleich die Rallyefahrerin, denn es ist nämlich Heidi Hetzer. So, letzte Sekunde. Oh. Jetzt fast ein Frühstart. Wäre da fast die Hose gegangen. Schon auf den ersten Kilometern lässt es das Team Hetzer-Heinbach flott angehen. Sie sind als Zweite gestartet, liegen aber bald an der ersten Stelle. Bei der ersten Sonderprüfung spielt die Lenkung der Corvette eine besondere Rolle. Ein enger Slalomkurs muss in möglichst kurzer Zeit möglichst genau absolviert werden. Für Heidi Hetzer viel zu langsam. Ich
Leider geht es ja da nicht um Geschwindigkeit, was ich am liebsten habe. Ich fahre gerne sehr schnell, auch mit den alten Autos auf der letzten Rille. Auf zur nächsten Etappe. Auch diese wird schnell, aber kontrolliert angegangen. Schließlich handelt es sich um eine Gleichmäßigkeitsfahrt, bei der vorgegebene Streckenzeiten eingehalten werden müssen. Am Kontrollpunkt heißt es Stillstand für die Corvette. Das Team hat Zeit gut gemacht und kann nun ganz entspannt abwarten, bis die Zielzeit erreicht ist. 7 Minuten warten. Zeit ist noch nicht ran. Wir sind zu schnell gefahren. Es ist schon gut, weil wir dürfen ja abwarten. Es gibt ja keine Strafpunkte. Vom gelben Schild können Sie Ihre Zeit abwarten. Aber man weiß ja nie. Es kann ja, wir können eine Reifenpanne haben. Dann brauchen wir bestimmt 7 Minuten, um das zu wechseln. Also man fährt eigentlich immer bis zur Zeitkontrolle und wartet dann lieber. Die Wartezeit gibt Gelegenheit, den Rallyeverlauf zu analysieren. Er hat schon gemeckert, dass er ja nicht nass wird. Und, aber es macht natürlich Spaß, okay, zu fahren. Und man merkt wieder, wo man doch bei so einem Auto an die Grenze kommt. Die Straßenlage gegen heutige Autos. So ein Unterschied, ja. Also Wahnsinn, da merkt man erst, was in den 40 Jahren sich in der Technik entwickelt hat. Ich habe einfach dieses Erlebnis gerne, dass ich über eine Kuppe komme und nicht weiß, geht es rechts oder links weiter und dann schnell reagieren. Diese Erlebnisse, sagen wir mal, ein besserer Abenteuerurlaub. Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber das ist es, was ich möchte. Amerikanischer Plastikbolide mit jeder Menge Charakter. Die Corvette ist für Heidi Hetzer ein echter Traumwagen.